Ja, Bruder, check mal ab. Geh mal in deinen Ultimate Team Account rein, wenn du nicht gerade am Zocken bist, ob du deine Pro Player Karte gekriegt hast. Bei mir haben gerade welche in den Chat geschrieben, dass ein anderer Fußballer seine Pro Player Karte heute gekriegt hat. Vielleicht hast du deine ja auch schon. Check mal ab. Sidney hat seine gerade gekriegt, hast gesagt, Anis, ne? Seine Pro Player Karte. Wäre natürlich sick, wenn Nassim auch seine kriegen würde jetzt. Das wäre natürlich ehrenhaft. Haben die Pro Player Cards noch 99, Anis? Hast du mal geguckt? Guck, die Werte auf Twitter sind geisteskrank. Okay, dann guck ich jetzt. Ey, die Cam ist aus. Ey! Warum ist die aus? Was soll das? Was soll das? Alter. Oder diese Werte, Alter. Boah. Alter. Das ist halt Hullet Gang seine Mutter, ne? Also es ist einfach... Ich meine, vor allem... Okay, Frieda hat halt jetzt... Sidney hat nicht mehr diese zottligen Haare, ne? Ich weiß nicht, was der für eine Frisur in-game hat, ne? Aber der Typ... Ist das, die Karte sieht aus wie Hullet ohne Forster-Skills. Guck, was ist das denn, Alter? Was ist das denn? Bruder. Das kann man aber mal machen. Alter. Ingame hat er die Frisur von Hullet, glaube ich. Ja, das meine ich ja. Richtig geisteskrank. Schuss ist halt schlecht. Ja, pack den auf ZDM und viel Spaß. 99 Pace, 99 Physis, 98 Defending. Gönn dir. Stell dir vor, Mittelfeld ist Jenfriede Hullet. Was wäre das? Ja, da kommst du nicht durch. Und Nassim hat geschrieben, hat er seine gekriegt. Oh mein Gott! Halt's Maul! Was? Bruder! Halt's Maul, du hast FIFA durchgespielt. Was ist das denn? Alter! What the fuck? Bruder, Nassims Karte ist... Halt's Maul! Ich zeig euch die. Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Ich würde sagen, fast noch besser als die von Sidney. Ich meine, ist auch andere Position... Was ist das denn? Bruder, guck dir das mal an. Alter. 99 Pace, 99 Dribbeln, 96 Schießen, 98 Passen, 95 Physis. Das Bittere ist, er hat halt nicht Forster Skills, aber er hat Forster Weakfoot. Hätte er 4 Sterne Skills? Alter. Ja, ich meine, gut, vielleicht, ich glaube, Sidneys Karte ist doch ein Stück besser. Ich glaube, Sidneys Karte ist doch besser. Weil Sidney ist halt 8er und er hat halt die 98 Defending da. Ah, jo, ich sag ihm, der soll mal Ingame-Stats schicken. Vor allem, was muss das für ein Feeling sein, wenn du mit deiner eigenen Karte rumrennst und damit die Gegner halt kaputt machst? Pass auf mit dem Leaken. Das ist halt so ein Mensch, einmal das Wort Leak im Zusammenhang mit No In Gaming gehört, aber weiß nicht, was das heißt. Spielt Suat. Ja, Suat zockt auch, aber ich glaube, Suat zockt nicht so viel. Also Nassim ist kleiner Ultimate-Team-Junkie. Der holt auch einfach mal 28 Siege in der ersten Weekend-League. Ja, Nassim meint halt, er will sich... Ich meine, das Ding ist aber, ihr müsst euch halt vorstellen, er ist halt... In FIFA 20 sind halt 4-Sterne-Skills nicht so wichtig. Weil du halt viel mit L1-R1-Dribbling machen kannst. Oh, er hat Ingame-Stats geschickt. Ich zeige euch kurz die Ingame-Stats. Harry Player of the Month, Save und eine Icon. Ja, ich würde einfach an seiner Stelle, habe ich ihm auch gesagt, er soll einfach 4-5-1 spielen. 4-5-1 und dann 2 Icons in ZOM und sich dann halt einfach in Sturm und dann in-game umstellen. Ja, Jungs, das sind Karten, die bekommen halt echte Fußballspieler. So, das ist halt der Nassim Bouchilab von Schalke. Der hat irgendwann vor ein paar Monaten einen Profivertrag bekommen. Ist noch relativ jung, der Bruder. Deshalb, also die Karte kriegt man nicht einfach so irgendwie. 99 Antritt, 99 Sprintgeschwindigkeit, 99 Abschluss, 99 Schusskraft, 99 Elfmeter, 99 Ausdauer, 99 Beweglichkeit, 99 Balance, 80 Ruhe aber nur, okay, das scheißt ein bisschen rein, 87 Fernschüsse, 89 Volleys, 99 Schusskraft, 99 Kurzpass, 99 Übersicht. Aber Abfang läuft nicht so. Nassim, defensiv bisschen mehr arbeiten bitte. Was würde ich da drauf machen? Also wenn du den offensiv spielst, 99 Aggressivität hat eigentlich ehrlich nur Suat verdient, ne? Ich glaube, Arbeitsraten sind Mittel oder Hochmittel. Guck mal, wie da unten sogar Profispieler steht. Lol. Also ich würde tatsächlich, Nassim, wenn du gerade guckst, ich glaube, ich würde Deadeye drauf machen. Schießen und passen. Wenn du dich offensiv spielen willst, mach Deadeye drauf, weil dein Fernschusswert muss hoch. Würde Deadeye drauf machen. Wie groß ist der? Ich glaube, Nassim ist 1,80 oder so. Finisher bringt 15 Fernschüsse, dann Finisher.
Oder wenn du dich in-game spielen willst, also wenn du dich in-game offensiv, du meinst ja, du willst dich irgendwie Stürmer oder Zehner zocken lassen, mach Finisher drauf, weil dann kriegst du plus 15 Fernschüsse. Weil, ich meine, alles andere ist ja eh 99 gefühlt. Aber Fernschüsse scheißt ein bisschen rein. Also mach Finisher drauf. Not bad, die Karte. Not bad. Spiel mal gegen ihn. Werden wir auf jeden Fall mal irgendwann machen. Werden wir auf jeden Fall mal in Zukunft machen.